Ja, guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Ist das so? Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Wir wissen alle, wer das gesagt hat. Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, vor einigen Jahren vor einer großen Herausforderung. An diesen paar Worten wurde sie immer wieder richtiggehend aufgehängt. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Das sind starke Worte, das sind herausfordernde Worte. Ich würde es ein wenig anders formulieren heute Morgen, aber ich sage es doch, das Unmögliche packen. Ist es möglich, das Unmögliche anzupacken, zu packen? Ich meine jetzt nicht die Koffer zu packen, sondern eben anzupacken. Etwas Schwieriges, etwas Unmögliches, etwas Unglaubliches zu packen, zu schaffen. Und ich möchte dazu einen für uns allen sehr bekannten Text lesen aus Markus 6. Interessant ist, er ist in allen Evangelien zu finden. Das ist eine eindrückliche Geschichte, so dass sie den Jüngern eingefahren ist. Auch 40 Jahre nachher ist es ihnen total präsent gewesen, was dort geschehen ist und was sie aufgeschrieben haben und uns überliefert haben. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich viel Zeit, sie zu lehren. Mir gefällt eigentlich die Luther-Übersetzung besser. Er fing an eine lange Predigt. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Also man merkt, wie lange das Ganze gegangen ist. Und schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen? Sie erwiderten, wie denn? Es ist in den verschiedenen Evangelien aufgeführt, in einem anderen Evangelium heißt es, sie protestierten unmöglich. Das ist unmöglich. Was du hier verlangst, ist ein unmöglicher Auftrag, das ist nicht zu packen. Es würde ein kleines Vermögen, 200 Denare, kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Er fragte, wie viele Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Nun, im Fokus hier von diesem Text, von dieser Begebenheit, steht etwas ganz Besonderes. Es steht nämlich unser Kernauftrag. Was ist unser Kernauftrag? Was ist der Kernauftrag der Gemeinde? Was ist der Kernauftrag von dir als Christ, als wiedergeborener Christ? Was ist der Kernauftrag? Schöne Gemeinde zu haben. Ja, das ist der Missionsauftrag. Es ist ganz klar. Es ist ganz klar. Wir sollen Botschafter an Christi Stadt sein. Dazu hat Jesus Christus uns herausgerufen und nimmt uns nicht gleich nach der Bekehrung zu sich, sondern er sagt, ihr seid jetzt Botschafter an meiner Stadt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist der Kernauftrag. Und die Jünger kommen also, bevor diese Begebenheit sich da abspielt, kommen sie zurück von einem Missionseinsatz.
Ein Kurzmissionseinsatz. Sie wurden ausgesandt, je zwei und zwei. Und sie kehren zu Jesus zurück und sie berichten voll Freude, was sie, und da merken wir, was der Missionseinsatz beinhaltet, was sie getan und gelehrt haben. Es geht um das Tun und das Lehren. Es geht nicht nur um das Lehren, es geht nicht nur um das Tun, nicht nur um die Werke, es geht auch um das Lehren, um die Verkündigung vom Reich Gottes. Jesus Christus ist der Messias, Jesus Christus ist der Einzige, der uns retten kann, aber es geht auch um das Tun. Sie haben wahrscheinlich, da gehe ich davon aus, nicht nur wahrscheinlich, es wird berichtet, sie haben Kranke geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben, sie haben vieles erlebt, sie haben vieles getan, aber sie haben auch gelehrt. Und das ist intensiv, dieser Auftrag ist sehr intensiv und der ist kräftezehrend. Wir müssen nicht denken, wenn wir in diesem Auftrag stehen, dass das nicht kräftezehrend ist. Nein, es ist ganz besonders kräftezehrend und deshalb ist uns verordnet, mach mal Pause. Mach mal Pause, diese wichtigen Boxenstopp. Jetzt beginnen ja dann wieder irgendwann mal die Autorennen und da gibt's ja diesen Boxenstopp und die sind wichtig. Wieder tanken, wieder Dinge zu reparieren, schnell die Reifen wechseln und so weiter. Boxenstopps sind wichtig, die sind auch für uns wichtig, für uns Menschen, deshalb haben wir ja Ferienzeit. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Das ist nichts Schlechtes, Ferien, es ist nichts Schlechtes, ein Wochenende zu genießen, die Stille zu genießen. Nein, es ist verordnet. Israel hatte ganze feste Zeiten, wo sie Auszeiten hatten, sich auch auf Gott und sein Tun ausgerichtet haben. Denn ständig waren viele Leute um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. Die waren voll im Stress. Dieser Auftrag ist kräftezehrend, der fordert, wenn er richtig ausgeführt wird. Und so fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort, steht hier. Aber der Auftrag bleibt. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Oh Mensch, jetzt sind sie schon da. Und der See Genezareth ist ja schon ein kleiner See, aber nicht ganz so klein. Wenn man mal dort gewesen ist, staunt man doch über die Größe. Er ist an der breitesten Stelle doch auch 12 Kilometer breit. In der Breite, er macht etwa ein Drittel vom Bodensee aus. Also um sich das ein bisschen vorzustellen, der See Genezareth hat doch ein rechtes Maß und die laufen da also von einem Ende zum anderen am See entlang, um dort, wo sie Jesus vermuten, dass er anlegen wird, ihn zu empfangen. Aber was nun folgt, ist eine grundlegende Lektion für Mitarbeiter der Gemeinde. Bist du ein Mitarbeiter in der Gemeinde? Bist du ein Jünger von Jesus? Dann kommt jetzt für dich und für mich eine Lektion. Ich habe fast den Eindruck, das, was jetzt folgt, da geht es nicht einmal in erster Linie um das Volk, um die paar tausend Menschen, sie zu speisen. Es geht darum, den Jüngern eine Lektion zu erteilen. Eine grundlegend wichtige Lektion auch für uns als Gemeinde. Und die wollen wir heute Morgen miteinander betrachten. Das erste ist natürlich, folge dem Vorbild von Jesus Christus. Wenn es um den Missionsauftrag geht, dann geht es darum, dass wir seinem Vorbild folgen. Er hat den Blick immer gehabt für die Nöte des Volkes. Obwohl er wusste, dass er selber etwas Wunderbares verlassen hat, die Engel, die ihm gedient haben, den Thron, die Herrlichkeit, alles hat er verlassen, um auf diese Erde zu kommen und dann einfach zu dienen, von Ort zu ziehen, zu schwitzen, müde zu werden und dann noch angefeindet zu werden, ignoriert zu werden, gehasst zu werden. Mehrmals wollen sie ihn töten, sie haben ihm nachgestellt. Und schließlich ans Kreuz genagelt. Doch hat er immer einen Fokus. Und er galt den Nöten den Menschen. Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen und er sagte nicht, wow, cool, eine volle Gemeinde. Ein gut besuchter Gottesdienst. Cool. Das ist das, was wir uns wünschen, oder?
Das sagt er nicht. Nein, er sagt ganz etwas anderes. Wow. Und er ist tief traurig. Die vielen Menschen. Er sieht die vielen Nöte. Und er, das bewegt ihn. Das ist das, was ihn bewegt, diese Nöte. Und wir leben in einer Welt voller Nöte. Um uns, die Menschen, die 30.000, die 35.000 Menschen in Obwalden, die hier leben, das sind unglaublich viele Nöte. Unglaublich viele Nöte. Menschen, die unter Einsamkeit leiden. Menschen, die einen lieben Mitmenschen verloren haben. Menschen, die eine schlimme Krankheitsdiagnose haben. Menschen, die unglaublich verletzt wurden, weil der Ehepartner fremdgegangen ist. Menschen, die keine Hoffnung haben über dieses irdische Leben hinaus. Wir haben diese Hoffnung, hoffentlich. Hoffentlich haben wir diese Hoffnung, aber da gibt es so viele Menschen, die meisten Menschen haben keine Hoffnung. Drück dieses Leben aus wie eine Zitrone, genieße, solange du es kannst, denn morgen sind wir tot und dann bringt das alles nichts mehr. Bestenfalls schläfst du dann einfach, oder? Und merkst nichts mehr. Schlimmstenfalls kommt noch was danach. Bestenfalls, wenn noch was danach kommt, kommst du vielleicht an einen besseren Ort. Aber die meisten denken gar nicht daran. Es wird ihnen eingebläut, nach dem Leben ist alles aus, also genieße das Leben, mach das Beste draus. Das ist keine Hoffnung, das ist keine Perspektive und das ist furchtbar. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, zu leben ohne eine Perspektive, die über den Tod und über das Grab hinausgeht. Wir haben Nöte und Nöte von vielen Menschen um uns herum. Sehen wir sie? Und er ist angetrieben von der Liebe. Er hatte tiefes Mitleid. An einer anderen Stelle steht wortwörtlich vom Text her, es drehte ihm das Herz im Leibe herum. Das heißt, er ist tief ergriffen. Er kann nicht anders. Das ist einfach etwas, das bewegt ihn diese Not. Denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Das war ein Bild, das damals verstanden wurde in der damaligen Zeit. Schafe, die ohne Hirten sind. Wir können auch sagen, wie Kleinkinder oder Babys ohne Eltern. Was machen sie, wenn sie im Bettchen liegen und Hunger haben und schreien und da sind keine Eltern da? Wie Kranke ohne Ärzte. Wie Seeleute ohne Kapitän. Wie Passagiere in einem Flugzeug hoch oben am Himmel ohne Pilot. Stell dir das mal vor. Da hast du nicht mehr lange zu leben. Oder wie ein Mensch ohne Navi und ohne Stadtplan in einer Großstadt, in einer fremden Großstadt. Du bist völlig überfordert. Keine Ahnung, wohin. Einfach verloren. Kennst du das? Und so, sagt Jesus, so sind die Menschen ohne Gott. So sind die Menschen gewesen in der damaligen Zeit in Israel und Jesus sieht das. Und deshalb steht dann, er nimmt sich viel Zeit. Viel Zeit. Das ist das, was die Menschen brauchen. Viel Zeit. Nicht in erster Linie, er nahm sich Er entwickelte Konzepte, Strategien, Methoden, sondern er nahm sich viel Zeit für die Menschen, die in Not sind. Das ist das Erste und das Wichtigste. Nehmen wir einfach Jesus als Vorbild. Er nahm sich viel Zeit für die Menschen, viel Zeit. Ich habe mir so die Frage gestellt und mir selber auch, was bewegt mich eigentlich? Was bewegt mich besonders? Was bestimmt mein Gebetsleben? Und wo setze ich Prioritäten in meinem Leben? Da ist wieder mal ausgerechnet im Hochsommer die Klimaanlage im Auto kaputt. Das bewegt mich.
das ärgert mich. Da muss unbedingt was gehen. So geht das nicht im Auto schwitzen. Das bewegt mich. Ein Kratzer, einfach so, im neuen Auto. Also das bewegt mich jetzt nicht, ich habe nie ein neues Auto gehabt. Aber das kann einen bewegen. Etwas, das uns gestohlen wurde in den Ferien. Oder verregnete Ferien, das bewegt uns. Da beten wir um schönes Wetter. Das bewegt uns, jeden Tag mehrmals zu beten. Die Anschaffung eines neuen Sofas, da können wir Stunden verbringen, von Möbelhaus zu Möbelhaus, und zu sehen, welches Sofa kaufen wir jetzt. Das bewegt uns. Und ich mache keine Anklage, ich sage mich selber. Ich merke, was uns bewegt, was uns motiviert, etwas zu tun. Da ist der Ärger mit dem Nachbarn oder dem Arbeitskollegen. Das bewegt uns. Was bewegt uns als Gemeinde? Was bewegt uns als Gemeinde? Was sind die Fragen, die uns bewegen? Da müssen wir uns die Frage stellen, was bewegt uns als Gemeinde? Und ich sage, es sollte uns etwas bewegen. Die Menschen hier in Obwalden, das ist unser Kernauftrag. Das sollte uns bewegen. Und wenn uns das nicht mehr bewegt, dann haben wir die erste Liebe verloren und das ist nicht gut. Dann verlieren wir die Leuchtkraft, dann verlieren wir eigentlich unser Existenzrecht. Die Bibel sagt es knallhart. Es geht nicht um die Stilfragen, die Strategien. Eigentlich wünsche ich mir, dass sich mein Gebetsleben zu 80-90% darum kümmert, für Menschen zu beten, die in Not sind, und dass sie gerettet werden, dass sie Jesus erkennen, dass sie seine Hilfe erkennen und dass ich ihnen eine Hilfe sein kann. Und ich wünschte mir, dass die Gebetsstunden, ich sage nicht nur hier, ich sage generell in den Gemeinden, die Gebetsstunden wieder zu den bestbesuchtesten Anlässen der Gemeinde wären und wir ein Hauptanliegen durchkauen und ringen und auf den Knien sind, dass Menschen gerettet werden, dass sie nicht verloren gehen, dass sie Jesus Christus erkennen. Das wäre es. Wow. Und glaub mir, ich selber bin eigentlich, das ist noch das Verrückte, überzeugt, dass das der Schlüssel dazu wäre, dass Gott wieder mehr wirken würde. Ja, es ist schon so, wir machen uns Gedanken Land auf, Land ab in ganz Europa darüber, dass die Gemeinde zerbröselt, dass nicht viel geschieht. Und ich komme gleich dazu, was hier die Lösung ist in diesem Text. Aber wir müssen zuerst das Vorbild von Jesus sehen, was hat ihn denn eigentlich bewegt? Was war sein Herzensanliegen? Dann kommt es zu dieser unmöglichen Herausforderung, nämlich die Teilnehmerverköstigung nach einem mega langen Open-Air-Gottesdienst. Ich nenne es mal so, ein mega Gottesdienst. Der war nicht nur mega groß, der war auch mega lang. Und sie bekommen den Auftrag, die Teilnehmer zu verköstigen nach diesem. Es wird bereits Abend, also das heißt, dass es geht gegen 5 Uhr zu und Jesus ist noch daran und jetzt geschieht etwas, die Jünger werden unruhig. Da ist eine hungrige Menschenmasse und das sind x-tausend Teilnehmer. Es steht, im Text selber steht, 5000 Männer. Männer, ohne dass man die Frauen und die Kinder mitgezählt hat. Da kann man davon ausgehen, dass sie damals noch mehr Kinder hatten als wir heute. Da kann man davon ausgehen, dass da gut und gerne 20.000 Personen, wenn nicht sogar mehr, dabei waren. Also wir reden hier von 20.000, nicht von 5.000. Es schneidet immer die Speisung der 5.000. Das stimmt gar nicht. Es sind mehr
Es waren noch die Frauen und die Kinder mit dabei. Also mindestens 20.000, vielleicht noch mehr, vielleicht war es 30.000. Aber auf jeden Fall spät am Nachmittag treten die Jünger zu Jesus und sagen ihm, das ist eine einsame Gegend. Und es, ja, sie suchten ja die einsame Gegend, da hat es auch viel Platz für die Leute. Es wird langsam spät, schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu kaufen. Damals war das noch möglich. Kein Corona, Großgottesdienste. Und dann kommt es zur Verantwortungsübertragung. Doch, Jesus sagte, doch, Jesus entgegnete, steht in einer anderen, entgegnete. Nein, nein, gebt ihr ihnen zu essen. In Johannes 6, Vers 5, Johannes schreibt diese Geschichte auch auf und er erinnert sich noch, ah ja, das war so. Jesus wandte sich an Philippus und fragte Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Der Philippus ist der Erste, der den Auftrag bekommt, hey, wo gibt's so viele Brote, dass wir alle verköstigen können? Der Philippus, wow, geht zu den anderen. Was ist los? Wie können wir das Problem lösen? Und das ist ein absolut unmöglicher Auftrag. Sie erwiderten, wie denn? Es würde ein kleines Vermögen von 200 Denaren kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Nun, ein Denar war damals ein Tagelohn. 200 Tagelohn. Wir können das heute ausrechnen. Müsstest du 20.000 Personen verköstigen? Wie denn? Wie denn? Wie denn? Ich habe etwas mitgebracht. Geht dahin und verköstigt die Leute, diese 20.000 auf diesem Open Air. Geht dahin. Geht dahin! Jetzt geht dahin! Nun, im Moment sind die Open Airs nicht erlaubt, aber es kommt vielleicht wieder. Ja, was haben wir denn? Was haben wir da? Ich habe nicht gern Fisch und ich möchte nicht, dass der Sack da nachher nach Fisch stinkt. Ich habe Bratwürste mit dabei. Zwei Bratwürste. Okay, zwei Bratwürste. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf Brötchen. Das ist die Ausbeute. Das habe ich mit dabei. So. So. Okay, wir haben geschaut. Das haben wir mit dabei. Geht dahin und verköstigt diese Menge am Abend. Sie haben den ganzen Tag nichts gegessen. Geht hin und nehmt euch und geht und verköstigt sie. Ihr sagt alle, spinnst du? Bist du behämmert? Das haben sie wahrscheinlich so auch gedacht. Sie haben es aber nicht getraut, so zu sagen. Niemals. Der Messias, der Rabbi. Aber sie sagen, unmöglich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Stell dir vor, Claudia wäre jetzt hier, unsere Verantwortliche für die Küche, für unsere Versorgung jeweils, wenn es zu essen gibt. Und ich würde sagen, hey, wir sind ja nicht 20.000. Aber wir sind ja viel weniger. Aber ich habe hier was, das sollte doch reichen. Was würde sie sagen? Hallo, spinnst du? Geht doch nicht. Das reicht doch nicht. Wenn ich euch einladen würde, okay, komm, wir gehen nachher an den See und wir machen ein Grillieren, ein fröhliches. Kommt mit, wir testen das. Ich glaube, es käme niemand. Und so würde es dann schon reichen für mich. Nun, das ist die Situation. Aber das ist die effektive Situation. Wir müssen uns in eine solche Situation hineindenken, was sich hier abgespielt hat. Und deshalb verwundert sie ja nicht, dass sie sagen, nein, das ist nicht möglich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da kannst du nicht sagen, wir haben vieles geschafft, wir schaffen das. Sie hätten es ja sagen können, nach dem Missionseinsatz und den Erfolgserlebnissen. Ja, vielleicht hätte sie doch gesagt, ja, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Aber das übersteigt sie jetzt. Und ich möchte noch nochmals betonen, es geht immer noch um den Missionsauftrag. Wir sind Botschafter an Christi Stadt.
Was hat zu diesem Fazit geführt? Was hat dazu geführt, dass sie sagen, das geht nicht? Nun, es ist die menschliche Vernunft. Es geht nach allen Regeln der Vernunft, sagen wir. Und hier haben sie alle Regeln der Vernunft angewendet und sie sehen, das geht wirklich nicht. Und sie kommen zum Fazit, nein. Weshalb? Weil sie nur mit den eigenen Mitteln gerechnet haben. Sie haben nur mit den eigenen Mitteln gerechnet. Die eigenen Mittel, das ist das, was ich hier dabei habe. Das sind diese zwei Bratwürste und diese fünf Brötchen. Wenn ich nur damit rechne, euch zu versorgen und vielleicht ganz Obwalden zu versorgen, zumindest das Tal Engelberg, können die Nidwaldner dazu rechnen, dann sind wir immer noch auf 30.000 Personen hier im Tal. Vielleicht etwa die Menge, die hier zusammen war. Es würde ein kleines Vermögen kosten, ich habe das mal ausgerechnet, Kackertz und Hörnli, 5 Franken bei 20.000 Personen, 100.000 Franken, oder? Da muss man schon damit rechnen. Da ist kein Dessert dabei. Hier ist, und das ist das Problem, hier ist eine verlassene und öde Gegend. Ja, wir haben ja gar nicht so viel Geld. Das kommt ja dazu, sie haben das Geld gar nicht, die haben nicht die 200 Denar, die haben nicht die 100.000. Und hier ist eine verlassene und öde Gegend, das ist ja auch noch ein Problem. Wir können es gar nicht besorgen, logistisch schon gar nicht. Wie sollen wir es denn hierher tragen? Auch die Logistik, sie rechnen mit allen Mitteln der Vernunft und sie rechnen nur mit dem, was sie haben. Und sie verzweifeln am Kleinglauben, wie denn, das ist einfach nicht zu schaffen. Oh, das ist doch unser Problem, oder? Wir rechnen immer nur mit unseren Mitteln. Wir leben hier in diesem Kanton. 35 Personen. Harter Boden. Wir sind nur höchstens gläubige Gemeinde. 0,5% der Bevölkerung. Wir haben nicht die Ausstrahlungskraft von einer Willow Creek Gemeinde in Amerika, wo wir vielleicht die Gottesdienste sehen und staunen, wow, so, dann hätten wir Ausstrahlungskraft. Dann sehen wir, was haben wir? Okay, können wir die Leute beeindrucken? Können wir sie gewinnen? Das sind dann unsere Fragen. Und dann sehen wir auf unsere Opfer, auf unsere Leistung, auf mein Geld, auf meinen Zehnten. Und wie viel kann ich dazu beitragen? Und dann sehe ich unsere Inserate. Ein Viertelseite können wir uns gerade noch leisten, jeweils für eine Veranstaltung. Dann sehe ich die anderen mit ganzseitigen, über mehrere Wochen ganze Seiten Inserate im Aktuell. Und dann, boah, oh. Dann bekommt man so diesen geistlichen Minderwertigkeitskomplex. Und verzweifelt am Kleinglauben. Und dann suchen sie, und das ist ein ganz großes Problem, nach der vernünftigen Alternative. Sie sagen, es gibt eine Lösung. Du entlass sie alle zusammen und sie gehen dann in die Dörfer und in die Läden und auf die Höfe und sie kaufen sich was. Wirtschaft ankurbeln. Ja, das ist die vernünftige Alternative. Mit der vernünftigen Alternative bin ich unglaublich schnell und stark. Grundsätzlich geht es hier auch um meinen Standardfehler. Diese Überforderung. Wir vertrauen unserer Logik, Bilanz, Vernunft, Organisation, Geld, Konto, Möglichkeit. Einfluss, wie können wir die Menschen beeindrucken? Dass sie beeindruckt sind von der Außergewöhnlichkeit der Gemeinde Jesu. Aber Menschen werden nicht so durch die Außergewöhnlichkeit der Gemeinde beeindruckt. Wir denken das,
Wir denken immer an die vernünftige Alternative. Das ist in der Bibel das Grundproblem, das Gott immer angegangen ist. Abraham und Sarah, sie kommen nach Ägypten, ins verheißene Land Kanaan, und es kommt eine Hungersnot auf. Und was ist die vernünftige Alternative in diesem Land, wo sie hingeführt wurden von Gott? Die vernünftige Alternative ist, in Ägypten gibt es genügend Lebensmittel. Wir ziehen nach Ägypten. Das ist die vernünftige Alternative. Was daraus geworden ist, kann man dann lesen. Dann später, mit 90 Jahren, ja, da war doch noch ein Nachkomme verheißen, die vernünftige Alternative, das Planungskomitee von Sarah und Abraham, kommt zum Schluss, wir nehmen die Hagar dazu, sie kann uns ja einen Nachkommen bringen, auf die Welt bringen. Das ist die vernünftige Alternative. Israel bei der Landeinnahme, die Kundschaften kommen zurück, es gibt eine vernünftige Alternative, wir können das Land nicht einnehmen. Geht nicht. Es gibt immer vernünftige Alternativen. Wenn ich Kopfweh habe, dann ist meine erste und vernünftige Alternative ins Schränken mit dem Roten Kreuz drauf, oder? Ein Tablettchen. Das ist die erste und die vernünftige Alternative. Ihr müsst ja nicht denken, ich sei gegen Ärzte und gegen Operationen. Also hier ja kein Missverständnis. Ich habe Mühe mit Leuten, die das sagen. Aber es zeigt einfach auf, wo zuerst die vernünftige Alternative ist. Vielleicht wäre die erste und die vernünftige Sache, ins Gebet zu gehen. Wenn es uns finanziell schlecht geht, dann machen wir eine Budgetplanung, Miete, all das, die festen Ausgaben, Ferien, Ausflüge, schön essen gehen, Hobbys und so weiter. Und dann, wo können wir noch sparen? Okay, vielleicht bei den Missionsausgaben. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wenn es darum geht, jemand fährt uns so richtig an den Karren. So richtig, oder? Und dann ist die vernünftige Alternative, ich warte mal ab, bis sich die Möglichkeit gibt, es ihm zurückzuzahlen. Oder? Das ist die vernünftige Alternative. Wenn es in der Gemeinde nicht so läuft oder wenn mir jemand auf die Füße tritt, dann ist die vernünftige Alternative, wechsle doch. Und so weiter. Ich könnte hier haufenweise vernünftige Alternativen aufzeigen. Die vernünftigen Alternativen, mit denen sind wir schnell, bin ich auch schnell, bin ich unglaublich schnell. Es gibt immer die vernünftigen Alternativen, die aus dem Kleinglauben und dem Rechnen aus den eigenen Mitteln bestehen. Glaubensprüfungen hier nicht bestanden. Es war eine Glaubensprüfung, weshalb sage ich, es war eine Glaubensprüfung? Es wird klar definiert. Er wandte sich an Philippus, wo können wir Brot kaufen, damit alle diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er, nur um Philippus auf die Probe zu stellen. Punkt. Jesus hat hier etwas inszeniert, um Philippus und die Apostel auf die Probe zu stellen. Wo steht euer Glaube? Auf was verlasst ihr euch in einer unmöglichen Situation? Das finde ich toll. Und dann kommt es zu einem lehrreichen Ergebnis einer verpatzten Glaubensprüfung. Wenn wir eine Prüfung verpatzen, dann sind wir durchgefallen, ist alles im Eimer, oder? Hier nicht. Aber es kommt zuerst eine erschreckende und demütigende Selbsterkenntnis. Wir haben ja nichts. Wir haben nichts. Wir haben nur 5 Brötchen und 2 Fische oder hier 2 Würstchen. Das reicht nicht. Das reicht einfach bei weitem nicht. Aber Jesus, der Herr, der hier mit dem Ganzen zu tun hat, der dabei ist, der Ursprung vom Auftrag, von unserem Auftrag ist, ist krisensicher. Er weiß immer, was, wie und wann er tun wird. Ist uns das bewusst? Das wird hier gesagt. Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Geht weiter. Er selbst wusste schon, was er tun würde. Das ist der Kern der Aussage. Er selbst wusste schon, ich werde das so und so lösen.
Ich finde das toll. Jesus hat Philippus nicht um Rat gefragt. Du, wie lösen wir dieses Problem? Jesus war krisensicher. Für ihn war schon klar, wie wir das Problem lösen. Für ihn war das gar kein Problem. Er wäre auch mit nichts zurechtgekommen. Als Josef in der Zisterne war, den wir kürzlich angeschaut haben und heulend und verzweifelt dort unten lag, da wusste Gott schon, was er tun würde, wie der Weg ausgeht. Als die Freunde von Daniel zum Feuerofen geführt wurde, wusste Gott schon, was er tun würde. Jesus weiß immer schon, was er tun würde. Als Jakob fliehen musste von zu Hause, gut, er war eben ein Großteil selber schuld, weil Esau ihn umbringen wollte. Gott wusste schon, was er tun würde. Gott weiß immer, was er tun würde. Als du die Diagnose deiner Krankheit bekommen hattest, wusste Gott schon, was er tun würde. Gott weiß schon, was er mit dieser Gemeinde tun wird. Gott weiß, wenn du die Arbeit verloren hast, schon, was er tun wird. Gott weiß es immer schon. Nur wir wissen es nicht. Gott weiß schon, wenn die zweite Welle kommen sollte mit Corona, was er tun will und wird. Er weiß es schon. Wir nicht. Wir verzweifeln vielleicht. Wir sehen unsere Mittel und dass wir nicht mehr können und dass wir nicht mehr dürfen. Gott weiß es schon. Und das ist der Friede, der trotz all diesen Lebensumständen außerhalb der menschlichen Erklärung liegt, eben übernatürlich und außergewöhnlich, merken wir das Unmögliche. Der liegt plötzlich nicht mehr im Bereich unserer Möglichkeiten, sondern eben außerhalb. Aber wir rechnen immer nur mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Mitteln. Hätte man in dieser Situation einen Atheisten um Rat gefragt, er wäre auf genau den gleichen Schluss gekommen. Entlass sie, sie sollen Lebensmittel kaufen. Wir sollen den Unterschied machen zum Atheisten. Würden wir es merken, wenn Gott sich vor einem Monat von unserer Gemeinde verabschiedet hätte? Oder würde unser Betrieb einfach so weiterlaufen? Einfach so? Oder würden wir es wirklich merken? Oder würden wir einfach machen? Mit unseren Kräften, mit unseren Mitteln? Das sind die Fragen, die sich mir stellen. Ja, ich möchte gerne mit Gottes Möglichkeiten und Mitteln mehr rechnen. Aber so oft bin ich auch verunsichert. Das reicht nicht. Nicht, was in unserem Geldbeutel ist, nicht, was in unseren Möglichkeiten liegt, nicht, was in unseren Gabenbereichen liegt und so weiter. Nicht, was von unserem Alter her noch möglich ist. Nichts, was von unseren Kräften her noch möglich ist. Korrigiere bitte deine Blickwinkel. Bitte korrigiere es heute Morgen. Weg von diesem Nichts und Nur. Auf das, was du hast. Und dann sagst du, ja, bitteschön, ich habe aber nicht viel. Ich habe doch nur 5 Brötchen und 2 Würstchen. Nur, nein, nichts. Elisa fragte die Witwe, sag mir, was hast du noch in deinem Haus? Die sagt, nichts, nichts, zuerst nichts, nur noch einen kleinen Krug Öl. Der Herr fragte, was hast du in deiner Hand? Mose, nur einen Hirtenstab. Der musste 40 Jahre in die Wüste, um zu merken, dass es nicht auf seine Kraft und auf seinen Einfluss ankommt, sondern, und auf sein jugendliches Alter mit 40, sondern mit 80, nur diesen Hirtenstab. Ja, jetzt, okay, jetzt schon. Hin zu dem, der aus dem Nichts und dem Nur maßlos viel machen kann. Maßlos viel machen kann. Wir fragen uns, also ich hoffe, wir fragen uns, ich frage mich das auf jeden Fall immer wieder, wie können wir Obmalen erreichen? Wie können wir diese 30.000 Personen, Menschen in diesem Tal mit dem Evangelium erreichen? Dazu sind wir ausgesandt. Das ist unser Auftrag. Wie können wir sie erreichen? Und dann schaue ich auf das, was wir für Möglichkeiten haben, könnte verzweifeln, oder? Das ist nicht die Frage. Es ist gar nicht die Frage.
Wir sind hier 100 erwachsene Personen, bloß noch Kinder. Wir haben tolle Leiter, Mitarbeiter. Wir haben ein unglaubliches Potenzial. Natürlich, an Betracht dessen, was unser Auftrag ist, ist das nichts. Aber schauen wir nicht auf das, sondern dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist in jedem von uns wohnt. Gott selber. Jesus sagt, ich wohne in dir, in dir, in dir, in dir und ist mit uns unterwegs. Und es reicht, um diese 30.000 mit dem Brot des Lebens und dem Wasser des Lebens zu versorgen. Glauben wir das? Glauben wir das? Um das geht es. Das ist die Botschaft hier in diesem Text. Für das aus dem Alten Testament in Bezug auf das Volk Israel steht, der Herr hat euch, eben das Volk Israel, nicht erwählt, weil ihr größer oder bedeutender oder frömmer oder was weiß ich, war wert. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er sein Versprechen hält. Boah, das ist eine Aussage. Das Schwache, das Defizitäre, das Mangelnde hat Gott erwählt. Oh ja, die Korinther, die gaben so viel Wert auf Klugheit, auf Wissen, auf Bildung und so weiter. Ist ja alles nicht schlecht. Aber sie dachten, so können wir beeindrucken. Damit es etwas sei, das Defizitäre, dass es eingesteht, wir haben es ja nicht. Philipper 4, Vers 19, Gott wird ausfüllen all euren Mangel nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Jesus Christus. Und wir haben in der Bibel einige Beispiele, da wurden Kräfte reduziert, Gideon zum Beispiel, damit sie zu diesem Punkt kamen, dass sie ja nicht den Eindruck haben, wir haben das geschafft, wir schaffen das. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Nein, sondern nicht durch Heer und Kraft. Nicht durch uns, nicht durch unsere Möglichkeiten, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, der mit uns ist. Aber wir wollen uns ausrichten und wir wollen diese Kraft anzapfen. Und das tun wir im Gebet, indem wir unser Unvermögen ihm sagen. Und dann wird er uns erfüllen und wird uns die Kraft geben, dieses Tal zu erreichen. Amen.